weiter geht's mit der sechsten Aufnahme. Ja, es ist jedes Mal nach 10 Sekunden gequetscht, wirklich nach 10 Sekunden. Ja, wir sind in Ungarn und wir haben einen Auftrag. Küstengeschütze kaputt machen. Ja, und ich hoffe, unsere Verstärkung ist gerade eingetroffen. Denn wir kriegen Verstärkung über Helikopter, und zwar über Shinox. Sie müssten bald hier ankommen, da ist er auch schon. Komm schon. Ich kann ihn nicht auswählen, Menno. Ich kann mich noch an einen Command & Conquer-Teil erinnern, da konnte man den auswählen und dann retten, sozusagen. Er sollte eigentlich aus dem Spielfeld fliegen, aber man konnte ihn dann da halten. So, ihr seid Nummer 2. So, hier werde ich kurz speichern. Bla. Denn hier ist eine kleine Stelle, die kann nervig sein. Hier sind Küstengeschütze und wenn man die nicht kaputt kriegt am Anfang, dann kann man die auch nicht mehr kaputt kriegen. Und das ist ein ziemlich nerviges Problem. So, hauen wir euch mal kaputt. So, den Weg haben wir auch direkt frei. Mal schauen. Okay, alle drauf. Wir werden drauf stürmen. Wir werden es zerhämmern, was auch immer. Auf jeden Fall darf es nicht leben. Okay, Kaserne. Wir speichern nochmal, denn ich bin vorsichtig geworden nach den Quests eben. Jetzt läuft alles perfekt. Es scheint echt, wenn ich was auf dem Bildschirm, auf dem ich aufnehme, also Command & Conquer aufnehme, was im Hintergrund habe, funktioniert das Spiel nicht. Ja, ich habe jetzt wieder mal alles auf den anderen Bildschirm geschoben. Normalerweise habe ich meinen Firefox oder mein Internet Explorer, je nachdem, was ich gerade benutze, im Hintergrund. Und ja, normal stört er nicht, aber CNC kann den überhaupt nicht ab. Okay, euch laden wir mal wieder da rein. So, ja, und ihr seht, ein Verteidigungsturm muss her. Wir müssen unser Tiberiumfeld immerhin verteidigen. Okay, wir bauen ein paar Truppen. Das kann nämlich sein, dass wir hier nur so ein paar Forts-Truppen haben. Nein, das geht nicht. Okay, und unser Sammler sammelt aber extrem langsam. Das stört mich gerade. Könnt ihr mal ein bisschen schneller machen? Nein. Und es läuft immer Mechanical Man hier drin, ey. Okay, nehmen wir mal an. No Mercy, No Mercy ist gut. Oh Gott, ich liebe diese ganzen Command & Conquer Soundtracks. Okay, fliegen wir euch mal rüber. Ja, wir haben die Kontrolle über unsere erste Flugeinheit. Nur leider bringt sie uns nicht wirklich viel. Okay. Und meine Maus hat gerade gehackt. Ist da was drunter? Soll mal kurz putzen. So. Bisschen mit dem Daumen rüber. War da jemand? Nein. Okay, aussteigen. ISN-Station. Ah, Waffenfabrik bald fertig. Dich packen wir wohin, wo dich eh keiner mehr braucht. Ja, packen wir dich mal hier hin. So, unsere Raketentrupps sind auch noch voll einsatzfähig. Das wundert mich. Ich habe, wie gesagt, eben schon mal ein paar Sekunden spielen können. Ohne Aufnahme. Mit Aufnahmequests. Ohne Aufnahmequests auch, aber nicht nach 10 Sekunden. Ach, was soll's. Es läuft, es läuft, es läuft. Ich jammer euch jetzt nicht die Ohren voll. Das wird wieder eine schöne CNC-Zeit, hoffe ich auf jeden Fall, dass ihr sie auch so schön findet wie ich, denn ich habe Spaß ohne Ende hierbei. Ja, es ist eigentlich der zweite Teil meines kleinen Overdose. Ich habe immer noch nicht geschlafen und hier ist ein Crash, ich habe gerade schon rechtzeitig gespeichert. Okay, der jetzige Fehler war, es hat mich mehr angeschrieben. Im Hintergrund hat es geblinkt und deswegen hat sich mein Command & Conquer aufgehangen. Also es darf echt nichts anderes auf dem Desktop sein. Ich verstehe das nicht, aber es ist mir auch ziemlich egal. Erstmal einen neuen Sammler. Ich nehme jetzt mit Fraps direkt den Stereo Mix übers Headset auf. Nein, Quatsch. Ich nehme jetzt direkt mein Mikrofon über den Stereo Mix auf. Das heißt, ich brauche nie wieder Command & Conquer zusammenschneiden am Quest. Und das heißt, ich kann so viel mit Quests aufnehmen, wie ich will, denn sie machen mir nichts aus. Ja, so einfach. Okay, ich bin auch gewillt. Ja, diesen Monat, obwohl der Monat hat gerade angefangen. Ja, ich werde diesen Monat bestimmt, ich verspreche es nicht, Tiberium-Konflikt beenden. Ja, viele Missionen sind es nicht mehr mit den GDI, die uns verbleiben. Und danach, oh ja, geht es mit Nod weiter. Ich liebe Nod. Oh, ich schwärme für sie, ich lebe für sie. Oh. Aber das ist was anderes. Okay. Wir werden uns jetzt mal ein paar Leute hier auf das Tiberium stellen. Erstens zur Verteidigung und zweitens, damit an den Stellen, wo sie stehen, nicht geerntet wird. Und das heißt, von da aus wächst neues Tiberium. Ist das nicht praktisch? Ja, eigentlich nicht, denn bis da wirklich was gewachsen ist, dauert so seine Zeit. Ah, okay. Aber wir sind sowieso im kalten Gebiet. Im kalten Gebiet wächst Tiberium sowieso langsamer als normal. Okay.
Aber das hat in dem Spiel gar keine Auswirkung, da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Soweit waren die dann noch nicht. Okay. Wir haben unseren Sammler. Das heißt, wir bauen jetzt unseren nächsten Wachturm, den werden wir hier an den Rand pflanzen. Oder ne, hier hin. Denn ich werde nach hier bauen. In diesen Bereich. Das heißt, wir sind perfekt gegen Infanterie geschützt. Obwohl, hier unten könnte uns Infanterie angreifen. Nein, wir bauen nicht noch einen Turm. Ich war gerade kurz am Überlegen. Okay. Ab jetzt heißt es eigentlich nur noch BMT-Spam. Ich wollte gerade Panzer-Spam sagen. Ich hatte so Lust auf einen Panzer-Spam. Aber BMTs, ihr habt schon gesehen, was ein BMT so alles kann, oder? Hier muss ich aber nachdenken. Diese Karte... Ich muss... Moment. Das ist der Eingang. Hier steht der Obelisk-Zirkel oder hier. Das heißt, hier ist der zweite Eingang. Hier müsste das Hauptquartier sein oder hier. Ja, okay, wir werden über den Norden nach links einwandern. Ihr könnt hier nicht sehr viel sehen, aber dafür seht ihr gleich umso mehr. Okay, du... Ja, jetzt werdet ihr aber frech, oder? Grenadiere. Boah, die rennen, die rennen. Ja, schieß mir das Tiberium weg, du Ochse. Das gibt Rache. Stirb. Okay. Ja, wir bauen jetzt erstmal Ingenieure. Wir haben unser BMT. Unser BMT ist zwar nicht so toll, aber das ist ein BMT. Was dieser Satz jetzt wieder sollte, ist mir ziemlich unklar, aber... Na und? Okay, ja, ich will eigentlich nur diese Mission hinter mich kriegen, denn das ist eine der dreckigsten Missionen überhaupt. Ja, und da ist schon mein Turm nützlich. Aber da kommt schon Raketentruppen, dagegen ist er nicht sehr gefeit, so eine Reichweite hat er nicht. So. Bams. Okay, hier stellen wir mal einen zur Abwehr hin, hier auch, man weiß nie, was kommt. Naja, Ingenieur. Oh ja, Ingenieure sind teuer, aber dafür werden wir gleich ein Hauptquartier einnehmen. Wir könnten eigentlich mal ein Silo bauen, damit wir das Geld auch verstauen können. Obwohl, nee, durch Verkaufen wird das Geld automatisch immer voll drauf gemacht. Ja, und danke Skype, dass du mir voll hier reinbringst, verdammt! Boah. Ja, heute versaut mir alles meine Aufnahmen, was soll denn das? Das ist schlimmer als gestern mit dem Safe-Gebiet. Jetzt verschwinden. Ich wollte schon sagen, das hat bis gerade da oben geblinkt. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gesehen hat. Ich fand's nervig. Oh, direkt mal meine Raketen. Okay, den habe ich gezeigt. Ja, ich würde sagen, drei Ingenieure reichen voll und ganz aus. Ich glaube, die denken sich auch, zwei Flammenwerfer reichen voll und ganz aus. Tun sie allerdings auch. So, wir versuchen die noch down zu kriegen. Die kriegen wir sowieso down. Bams. Wow, schreien sie dann. Okay, ein Panzer bauen. Ein Panzer, das sind zwei Sammlerladungen, das ist unglaublich. Okay, wir sind soweit. Ja. Ich hoffe, ich stelle mich nicht dumm an, denn dann kann ich direkt durchfahren. Wenn ich es nicht schaffe, muss ich leider ein bisschen Zeit verplempern und wieder neu bauen. Okay, Rückzug. Das läuft schon nicht wie geplant. Werkstatt bauen. Der hat schon zu viel Energie verloren. Ich brauche jeden einzelnen Strich. In der Zeit kann ich aber mal die plätten. Also nicht die, den Let's Player plätten, sondern die plätten. Die hier, die. Und den da. Headshot. Aber das zählt nicht. Okay. Der ist fast am Arsch. Dafür lassen wir mal den Panzer kommen. Stopp. So, hier werde ich gleich die Reparaturwerkstatt hinstellen. Oh, ich habe gerade gedacht, es hat gecrashed. Schnell speichern, ja. Gespeichert. Okay. Das Tiberium. Ja, das nächste Tiberiumfeld ist leider hier unten. Und ja, ich weiß nicht, wie gut wir da hinkommen. Auf jeden Fall sind da genug Tiberiumbäume. Ja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das gut ist. Der Gegner wird uns versuchen, davon... Da ist auch ein Tiberiumbaum. Wir haben noch gar keinen Tiberiumbaum gesehen, glaube ich. Aber ich glaube, vor kurzem war was in den 10-10-Nachrichten deswegen. Also hier in-game, in der Cutscene. Och nein, die Cutscene, die ist in Video 13 drin. Und Video 13 war zu lang, das musste ich erst nachbearbeiten. Ja. Obwohl, das seht ihr eh sowieso eher... Das ist eher hochgeladen als das hier, von daher. Okay, du bist planlos. Du kannst mal... Machst du?
Raff. Darauf habe ich gewartet, dass sie kommen. Ja, du kannst dich mal ganz schnell verziehen. Einheit verloren. Okay. Konstruktion. Tan, 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 tan. Da hämmern die Raketen. Wow. Das war knapp. Und da sprüht der Baum. Er bestäubt alles. Einsatz hier nicht möglich. Dann stellen wir nicht dahin.